Männer sprechen nicht über ihre Gefühle, Lesben haben immer kurze Haare und Frauen mit Kopftuch werden unterdrückt. Und, stimmt's? Wir wollen heute über Vorurteile sprechen, was das ist, wie sie entstehen und wie man sie wieder los wird. Ich bin Lena und das ist ein Was geht up Short. Vorurteile sind meistens ungerecht, aber sie sind da. Manchmal stimmen sie ja auch, aber manchmal eben auch nicht. Und oft sind wir uns dessen auch gar nicht mal bewusst. Vielen Menschen fallen bei dem Wort Vorurteil noch viele ähnliche Begriffe ein. Stereotyp, Schema oder Klischee zum Beispiel. Es ist manchmal etwas schwierig, all diese Begriffe wissenschaftlich genau voneinander abzugrenzen. Stereotype sind vorgefertigte Annahmen über Menschen, die zu einer bestimmten Gruppe gehören. Diese Gruppen können ganz unterschiedlich eingeteilt sein, zum Beispiel nach Rasse, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, Aussehen oder vielen anderen Merkmalen. Diese Annahmen können erstmal sowohl positiv als auch negativ sein. Also zum Beispiel, viele Schwarze sind Spitzensportler, daher würde man wahrscheinlich auch bei einer dunkelhäutigen Person, über deren Eigenschaft man eigentlich gar nichts weiß, erstmal denken, dass er oder sie sportlich ist. Bei einem Vorurteil kommen dann noch Gefühle dazu, oft feindselige oder negative Einstellungen gegenüber den Mitgliedern einer bestimmten Gruppe. Und zwar allein aufgrund der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. Wer also Vorurteile gegen türkischstämmige Menschen hat, der wird Personen, die in diese Kategorie passen, immer eher abwertend begegnen. Egal, ob jemand jetzt einzeln gesehen nett oder unsympathisch ist. Vorurteile gibt und gab es zu jeder Zeit und in jeder Gesellschaft. Das könnte darauf hindeuten, dass Vorurteile ein evolutionärer Überlebensmechanismus sind. So nach dem Motto, ich bevorzuge meine Familie und begegne Fremden erstmal feindlich. Forschungen zeigen auch, dass man ein besseres Selbstwertgefühl hat, wenn man sich einer Gruppe zugehörig fühlt. Doch wie entstehen all diese Schemata, Stereotype und Vorurteile überhaupt? Sie sind letztlich eine böse Nebenwirkung unseres Denkens. Denn die Flut an Informationen, mit der wir täglich überschwemmt werden, ist viel zu riesig für unser kleines Gehirn. Wir schaffen es einfach nicht, jede Information zu verarbeiten, zu analysieren und uns zu jeder Kleinigkeit eine differenzierte Meinung zu bilden. Also nutzen wir einen Trick. Dinge, die uns bekannt vorkommen, speichern wir automatisch in einer bestimmten Schublade in unserem Gehirn ab. Das passiert unbewusst. Einen großen Teil des Tages verbringen wir praktisch im Autopiloten. Wir setzen neue Menschen und Situationen mit alten Erfahrungen in Verbindung und wir fangen nicht jedes Mal von Null an. Sich so zu verhalten ist eigentlich ziemlich clever für unser Gehirn, denn so können wir zum Beispiel viel schneller reagieren. Belanglose Alltäglichkeiten haken wir einfach schnell ab und verwenden unsere Energie stattdessen auf andere Dinge. Nur so haben wir genug Kapazitäten, uns Zeit zu nehmen und dann zu bestimmten ausgewählten Themen eine exakte Meinung zu entwickeln. Dumm nur, dass in diesem Prozess auch manchmal eben Fehler passieren. Denn natürlich ist es unfair, einem Menschen eine bestimmte Eigenschaft zuzuschreiben, nur weil er zu einer bestimmten Gruppe gehört. Schlimmer aber noch ist, dass Menschen auch anhand ihrer Vorurteile handeln. Daraus kann ein schnell diskriminierendes Verhalten werden, also eine ungerechtfertigte, schädliche Verhaltensweise gegenüber einem Menschen aus einer Gruppe. In der Geschichte gibt es ja genug Beispiele dafür. Das Dritte Reich und die Vernichtung der Juden, die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten und die Apartheid in Südafrika. Ihr glaubt, das ist alles lange vorbei? Ist es nicht. Denkt mal an die Gewalteskalation zwischen schwarzen Bürgern und weißen Polizisten in Amerika in den vergangenen Jahren oder an die Rechtsradikalen, die gerade immer wieder vor Flüchtlingsunterkünften in Deutschland randalieren. Wie schnell Vorurteile aufgebaut werden können, hat der Psychologe Mustafa Scherif vor rund 50 Jahren in einem Experiment bewiesen. Er lud 12-jährige Jungs in ein Pfadfinderlager ein und teilte sie in zwei Gruppen auf. Jede Gruppe hatte ihre eigenen Hütten, ging schwimmen und wandern und entwickelte schnell ein Zugehörigkeitsgefühl. Dann wiegelte der Forscher die Gruppen gegeneinander auf, bis es zu einer Schlägerei kam. Jetzt wollte der Psychologe die Feindseligkeiten wieder abbauen. Doch das stellte sich als ziemlich kompliziert heraus. Womit er nicht gerechnet hatte, Vorurteile und Stereotype sind super stabil. Schließlich erleichtern sie unseren Alltag. Deswegen versuchen wir, sie aufrechtzuerhalten. Wenn eine Information auftritt, die nicht zum Vorurteil passt, nehmen wir sie entweder als gar nicht wahr oder werten sie als nicht so wichtig. Stattdessen suchen wir nach Informationen, die unsere Vorurteile bestätigen. Erst wenn wir mit sehr vielen Informationen überhäuft werden, die nicht zum Stereotyp passen, überdenken wir dieses. Dann splitten wir es aber meist in verschiedene Unterkategorien auf. Wir behalten also die Kiste speziell für dieses Stereotyp in unserem Gehirn bei und stellen aber noch drei kleine Beutel rein. Und trotzdem ist es möglich, Vorurteile abzubauen. Der Psychologe Scherif hat das in seinem Experiment so gemacht. Er manipulierte die Wasserzufuhr zum Camp und beide Gruppen mussten zusammenarbeiten, um sie zu reparieren. Und das taten sie auch. Es ist also wichtig, dass man in Kontakt mit einer Gruppe tritt, der gegenüber man Vorurteile hat. Damit der Abbau von Vorurteilen aber wirklich funktioniert, sollte die Umgebung zwanglos sein. Es sollte ein gemeinsames Ziel geben und keiner darf sich als Chef aufführen. Hinzu kommt, je genauer wir über uns selber wissen, welche Vorurteile wir haben, umso besser können wir auch damit umgehen und sie abbauen. Wenn ihr jetzt mehr über das Vorurteil Mädchen können kein Mathe erfahren wollt, dann schaut am besten direkt hier weiter und hier oben. Und hier geht's nochmal zum Vorurteil über Behinderte. Habt ihr euch schon mal selber irgendwie erwischt, dass ihr Vorurteile gegenüber anderen hattet? Oder was habt ihr dagegen getan? Schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ade!